Genug Brennholz sehe ich hier schon mal auf dem Weg zur Beekewiese. Hier geht eine sehr lange, einsame Straße entlang. Wir sind jetzt gut 25 Minuten vom Bahnhof, S-Bahnhof Griebnitzsee gelaufen. Das nennt sich jetzt hier Kremnitzufer. Hier muss wohl die ehemalige Mauer gewesen sein. So, ich denke, wir sind da. Parken ist hier eher bescheiden, so wie es aussieht. Wie hier 10 Autos hinpassen sollen, weiß ich noch nicht. Hier könnte man noch parken, aber sieht auch schon ganz schön zugestellt aus. Dort hinten geht es zum Schießplatz, wenn ich das richtig gesehen habe, zum Bogenschützenplatz. Also hier unten liegt ein großer Stapel Holz. Hier kann man schön sitzen. Soweit ich das sehen kann, ist dort genug Platz zum Campen. Zum Bushcraften. Hier liegt auch überall Totholz rum. Hier drüben ist übrigens ein anderes Gelände, das scheint nicht dazu zu gehören. Das Freizeitgelände Albrechts Teerofen. Das hat wohl hiermit nichts zu tun mit der Beekewiese an sich. Hier nochmal der Blick von oben. Dort rechts, wie gesagt, also maximal 6 Parkplätze. Hier nochmal einen Blick auf das Gelände. Ich denke, hier sind wir genug abgeschieden, dass wir niemanden nerven und uns auch niemanden nervt. Ja, hier unten auch nochmal eine Menge Totholz, wie man sieht. Ich weiß nicht, ob das so gut zu erkennen ist. Ich denke, hier ist genug, was man verheizen kann. Jetzt hier das Kremnitzufer.